Wir sind heute mal frei nach Wilhelm Busch unterwegs. Mancher gibt sich viele Mühe mit dem lieben Federvieh. Eines Teils der Eier wegen, welche diese Vögel legen. Zweitens, weil man dann und wann was zum Lachen haben kann. Zum Beispiel mit dieser Henne, die auch schon mal bessere Zeiten gesehen hat. Ein paar Kreidestriche und fertig ist der Tatort. Fehlt nur noch ein Verdächtiger, der wegen seines schweren Vergehens ordentlich gerupft werden kann. Das Federvieh war zu Lebzeiten immerhin 1000 Euro wert. Schon bald findet sich die erste Verdächtige. Guten Tag. Ich komme vom Forst- und Tierwesen. Jäger ist mein Name. Ich habe das hier unter Ihrem Auto gerade gefunden. Und ich möchte mal wissen, warum Sie das Tier überfahren haben. Ich habe überhaupt nichts. Ich bin ein bisschen platt, muss ich jetzt ehrlich sagen. Ich fahre doch kein Tier um. Das frage ich Sie ja noch mal. Ja, ich habe schon verstanden. Wir haben jetzt 4 Verdachtsmomente. Oh. Alkohol am Steuer? Um Gottes Willen, nein. Ich trinke doch keine Alkohol. Fahrerflucht? Nein. Oh. Unaufmerksamkeit im Straßenverkehr? Oh. Sie haben nicht bemerkt, wie Sie das Huhn überfahren haben? Deswegen bin ich jetzt ein bisschen platt. Und könnte das auch illegale Nahrungsbeschaffung sein? Nee. Das als Letztes. Wollten Sie das Huhn heute Mittag essen? Nein. Ach, oh Gott. Mutter, ich bin ein bisschen platt jetzt. Ihre Tochter hat dieses Huhn überfahren. Ja, das kann ich Ihnen erklären. Was Mutter, ist mit... was mischst du dich jetzt hier ein? Ich möchte... Stimmt, das ist eine Einzelvernehmung. Die Mutter geht ins Haus, das klären wir beide jetzt mal. Ja, eben, weil also, ich bin jetzt ein bisschen platt. Gottes Willen. Warten Sie mal, bis die Mutter weg ist. Oh, bin ich jetzt ganz platt. Was gibt's heute eigentlich bei Ihnen zum Essen? Herr Jäger, wissen Sie was? Diese Fragen bitte, da hätte ich gerne einen Zeugen, bitte den Polizisten mit dazu. Ja, der kann kommen, ja. Wir waren es nicht. Das Huhn ist gefunden worden und jetzt sagen Sie doch bitte mal, mehr Details bräuchten wir noch über das Huhn. Ich kann Ihnen nur sagen, Herr Jäger, eine ganz pikante Geschichte. Das Huhn ist ein preisgekröntes Huhn, jetzt in Paris 2 Goldmedaillen gewonnen bei der Hühnerzuchtausstellung. Was bitte? 2 Goldmedaillen? Das ist das Huhn, das pro Tag 2 Eier legt und die Eier haben zusätzlich noch 2 Dotter. Stand das im Guinness-Buch der Rekorde? Das ist das Guinness. Was soll ich dazu sagen? Ich habe ja überhaupt keine Ahnung. Schau mal nach der Medaille. Halten Sie bitte mal meine Akte. Ja, das ist ja... Oh Gott. Sehen Sie hier die Medaille? Ja. Kollege, die vermutliche Täterin sieht die Medaille und identifiziert das Huhn als das Guinness-Buch-Huhn. Kennen Sie das Huhn? Nein. Sie noch nie über den Weg gelaufen? Nein. Sie haben es nicht überfahren? Nein. Sagen Sie. Sag ich, würde ich auch vor Gericht bezeugen. Sie würden vor Gericht bezeugen, dass Sie das Huhn nicht überfahren haben? Ja. Bei einem überfahrenen Huhn gibt es noch 3 Hühnerpunkte in Flensburg. Gut. Bei 15 Hühnerpunkten gibt es einen Hahnpunkt und das hätte ich gerne den Scheck. Ja. Holen Sie bitte den Scheck. Ja? Gut, denn ja. Gut. So sieht schlechtes Gewissen aus. Ja, Frau Jesch. Schauen Sie Ihr neues Nummernschild an. Oh nein. Herzlich willkommen. In der Fernsehsendung versteht Sie Spaß. Ich denke, das kann doch nicht. Kopf reinlachen. Wir sind in München, in der Nähe vom Neubiberger Rathaus. Hier sind Parkplätze bei Autofahrern so begehrt wie bei Fußballfans Sitzplatzkarten fürs WM-Finale. Aber hier scheint noch ein freies Plätzchen zu sein. Gerettet freut sich die Fahrerin noch und nimmt erleichtert Kurs auf die Lücke. Aber da ist ihr schon jemand zuvorgekommen. Unser Lockvogel Klaus braucht den Platz allerdings für seinen Frühjahrsputz. Dafür hat nicht jeder Verständnis. Auch wenn die Parkscheibe ordnungsgerecht eingestellt ist, Ärger ist vorprogrammiert. Jetzt hier oder mit wem soll das sein? Bitte, ich verstehe Sie nicht. Sind Sie so lieb? Mach mal nur den Wagen aus. Spinnen Sie? Bitte? Sie sehen schon normal. Ja, klar. Aha, und warum machen Sie diesen Blödsinn hier? Na, ich sorge meine Matten. Was provozieren Sie hier? Ich provoziere gar nicht, sondern ich reinige... Provozieren Sie hier was? Nein, ich reinige meine Fußmatten. Ja, dann lassen Sie mir den Platz und stellen das hinter sich. Sie haben ja einen Platz. Müssen Sie hier vielleicht die ganze Riege besetzen? Verzeihung, aber ich habe den doch wirklich... Sie haben einen Vogel.
Ich hab, schauen Sie doch mal die Parkzeit. Sie haben einen Vogel. Ich schaue überhaupt nicht, habe das alles schon gesehen. So lange brauche ich nicht. Dass ich meine Matten sauge, ist eine Frechheit? Was sind Sie denn hier? Meinen Sie, Sie sind hier in dem Vorgarten? Nein, das habe ich nicht gesagt. Habe ich aber. Sie können doch nicht hier einen öffentlichen Parkplatz für sich belegen. Na, aber bitte, Sie parken hier. Nein. Und wenn Sie hier saugen wollen, dann fahren Sie mit dem Auto ein bisschen zurück. Ich parke hier und sauge da. So ein Weg da hier. So ein Schmarrn. Schauen Sie mal. Zeug weg. Ich habe doch hier meine Parkscheibe. Also so ein Nein, jetzt tun Sie das Zeug weg. Ja. Ich kann noch mal rückwärts fahren, wenn Sie das Zeug wegtun. Ja. Aber nicht, wenn Sie es dahin bücken. Das geht doch nicht so, sich schauen so Sie mal. Schauen Sie mal, die ist ja nicht mehr fähig. Das geht doch nicht. Schauen Sie mal. Unmöglich. So ein freier Parkplatz setzt doch ungeahnte Emotionen frei. Wie sieht die Sache denn aus, wenn Kinder im Spiel sind? Ja? Papa, heute ist aber ein schöner Tag. Das stimmt, Flo. Ha? Die Sachen, die wir so quer angebracht hast, die waren wirklich gut. Machen Sie mal aus, ich verstehe Sie gerade nicht. Verzeihung. Ich möchte hier parken. Machen Sie doch bitte mal aus. Nur den Motor aus. So möchte ich parken. Bitte was? Also Sie sind bescheuert, oder? Nein, aber das ist so laut. Machen Sie das bitte nur mal den Motor für einen Moment aus. Ich möchte hier parken. Ach so, ja. Na, das geht im Moment nicht, weil ich mache mit meinem Sohn hier Fahrübungen und wir haben die Parkscheibe schon eingestellt. Wir sind seit 2 Uhr hier und machen gerade eine Pause. Das hat ja einen Tick wohl, oder? Bitte? Ist doch kein Kinderparkplatz für das Dreirad. Das ist ein Trainingsparkplatz für uns beide. Für ihn. Das ist mein Sohn Flo. Na? Jetzt verstehen Sie sich auf einmal, ja? Papa, warum ist der Mann so böse gewesen? Weiß ich nicht. Wissen Sie, wir trainieren mit Flo. Er wird der zweite neue Michael Schumacher. Wenn ich Zeit hätte, würde ich jetzt Polizei rufen. Verstehen Sie, wir so ein Blödsinn da. Hier parken da. Ja, aber ich habe doch das Recht, hier zu trainieren mit meinem Sohn. Aber doch nicht mit Ihrem Kinderauto. Aber ich habe doch eine Parkscheibe dran. Ah ja, Sie sind ja bescheuert. Auch nicht gerade eine nüchterne Debatte. Jetzt wird's aber wirklich grenzwertig mit der Zweckentfremdung. Bitte, ich verstehe Sie nicht. Können Sie mal ausmachen, bitte, das Auto? Dass ich gerne einparken würde, wo Sie sitzen. Da sitze ich doch jetzt schon. Ach so. Und Sie sind ein Auto, oder was? Nein, ich lese hier. Aha. Haben Sie es angemietet oder was? Bitte nein, ich habe meine Parkscheibe eingestellt, ja. Ach, leck mich doch. Grüß Gott. Die wollen hier parken, gell? Sie möchten hier parken? Ja. Hier werden immerhin ein paar vernünftige Argumente ausgetauscht. Sie können sich doch auf den Rasen setzen da. Ich habe mich jetzt hier entschieden, weil die Sonne ist so toll. Ja, die ist dort auch. Schauen Sie mal hier hinter Ihnen. Na, ich bin schon sehr zufrieden mit dem Platz. Da könnten Sie nicht in die Wiese, bis wir wiederkommen. Ich habe jetzt auf 3 Stunden eingestellt. Ja, aber das ist ja kein Auto. Das ist ja Autoparkplatz. Na, ich finde es hier sehr schön. Das denke ich mir, aber ist es denn notwendig? Ja. Was treibt Sie dazu an, dass Sie sich jetzt hier mitten auf den Parkplatz setzen? Ich bin auch Bürger von Neubiberg. Das ist ja richtig, ich auch. Und möchte mich einfach mal richtig erholen. Auf dem Parkplatz zwischen den Autos, das ist ja die Top-Erholung, denke ich mal. Ich meine, Sie könnten ja auch mit Ihrem Gartenstuhl da auf dem Grünstreifen parken. Nee, das möchte ich nicht. Ich finde es ja wirklich gut. Das denke ich mir. Ist ja auch schönes Wetter heute, Sonne und alles Mögliche, aber wäre schon klasse, wenn ich jetzt da kurz warten könnte. Silvia, ich habe eingestellt ab 10, 3 Stunden, also bis 1 lese ich hier schön. Okay. Kommt ihr doch in 3 Stunden wieder, dann ist der frei hier. Soll ich Ihnen... Nee, ich wollte zur Bücherei. Die Bücherei hat ja noch länger auf. Haben Sie Lust? Ich lade Sie gerne ein. Wenn ich nachher noch Zeit habe, dann setze ich mich dazu. Ja? Können Sie es lesen? Kommen Sie einfach mal raus. Nee.
Nee. Was hier um die Ecke biegt, ist kein ganz normaler Bautrupp. Nein, diese Männer arbeiten an einem geeinten Europa. Ein hohes Ziel, das viel Einsatz abverlangt und für das man auch kleine Opfer bringen muss. Denn Europa fängt gewissermaßen schon an der eigenen Haustür an. Hallo, mein Name ist Kevin Walz vom Amt für Straßenplanung. Wie Sie ja wissen, werden jetzt europaweit die alten Hausnummern gegen die neuen EU-Hausnummern ausgetauscht. Und heute sind Sie dran. Das müssen Sie zum Sonntag machen, oder? Ja, wir arbeiten seit sechs. Ich arbeite 6 Tage in der Woche, habe einen Tag nur frei. Und dann muss ich mich sonntags noch mit sowas beschäftigen. Wir arbeiten 7 Tage in der Woche, also, und zwar 24 Stunden. Nur mein Mann auch. Tag. Also, Familie Hauke ist es, ne? Ja. So, das ist Ihre neue EU-Hausnummer, SC2110O, und den Strichcode sehen Sie auch. Und dazu brauche ich jetzt gleich noch ein paar Angaben. Oh, das kommt Müllabfuhr, ans Haus. Doch, nee, ans Haus kommt sie eben nicht. Die 34 kommt ab und Sie können sich dann aussuchen, wo wir es hier platzieren. Sicher nicht. Na? Nee, ja, also auf meinem Grundstück entscheiden immer noch wir, was wir auf unserem Grundstück machen. Welche EU-Verordnung ist denn das, wenn ich sprechen darf? Das kommt bitte? Sicher nicht. Welche EU-Verordnung das ist? Schauen Sie, Sie haben am 12. Oktober, also am 12. haben Sie das bekommen, das ist die Kopie vom Amt? Ich habe es so nicht bekommen. Ich bin, hören Sie. Ich bin bei uns diejenige, die sämtliche Post sichtet, und ich weiß hundertprozentig, was bei mir raus und rein geht. Ich versehe alles mit Datum, wann ich es im Briefkasten hatte und. Und das habe ich nicht bekommen. Machen Sie das Ding hier irgendwo dran, wenn es eine EU-Rechtlinie gibt. Ich werde mich darüber kundig machen. Ansonsten, ich weiß auch, wo ich mich hinwenden kann. Ich habe auch so eine Möglichkeit. Ja. So, und hier haben wir das Modell Vogelhaus. Ich meine, das können Sie noch persönlich gestalten, farblich verändern. Aber das macht sich, glaube ich, gut hier. Ja, sowas Hässliches kommt auf meinen Schutz. Nee, wir haben noch andere. Wie gefällt Ihnen die dreiarmige Laterne? So, dann können Sie raussuchen, ob das rechts oder links. Das kommt nirgends mehr. Ja, sowas Hässliches kommt auf meinen Schutz. Nee, wir haben noch andere. Wenn Sie mir noch eine andere Alternative, die ein bisschen jugendlicher, die ein bisschen ordentlicher und klippischer ist, meinetwegen. Und vor allen Dingen, die nicht so auffallend ist, vor allen Dingen mal ein bisschen kleiner und dezenter, wenn es möglich wäre. Also, weil so ein Riesenteil, es ist ja furchtbar auf so einem kleinen Grundstück. So, und ich bin mir sicher, das gefällt mir. Haben Sie Kinder? Dann entscheiden Sie sich für Schlumpfi. Nee, sicher nicht. Sicher nicht. Sieht erstmal gut aus. Bei mir im Grundstück kommt nichts von. Sie haben die Möglichkeit, meinetwegen machen Sie dort ein Stück auf dem Fußweg, es gehört mir nicht, ist mir egal, meinetwegen pumpen Sie das dorthin, aber nie auf dem Grundstück. Atze, lad mal den Bagger ab. Zeit für die schweren Kaliber. Hören Sie mit dem Bagger aus. Fahren Sie weg hier, das kann doch nicht wahr sein. Machen Sie das Schild dort an den Holzgatter dran, wenn Sie das wollen. So, das räume ich Ihnen ein. 2 Schreiben, zack und gut und erledigt. Machen wir es dran. Ja, okay. So, dann sind wir uns einig. Wir machen unseren Job. Und ich mache jetzt weiter, weil ich brauche noch mal ein paar persönliche Angaben für den Strichcode. Kollege, kannst du noch mal halten? Der Mike. Also, Ihre Telefonnummer bitte. 86 83 23. Die Handynummer, ja, ist eine Handynummer. Die haben wir keine, können Sie einen Strich machen. Faxnummer? Haben wir keine. E-Mail? Haben wir keine. Sozialversicherungsnummer? Kontonummer? Bankleitzahl? EC-Kartennummer? Kartennummer auch nicht. Geheimzahl? Kreditkartennummer 1? Geheimzahl Kreditkarte 1? Punkte Verkehrssünderkartei? Weiter. Sonstige Nummern. Weiter. So, das scannen. Kann ich meinen Scanner? Kannst du das mal einscannen, bitte? Moment. Sind Sie so lieb? Wollen Sie das kopieren jetzt? Ich kopiere das jetzt. Und bringen Sie gleich Werkzeug mit, damit Sie die Nummer abmachen können, ja? Ja? Nee, die bleibt dran, die Hausnummer. Sie können sie abhängen mit dem Handtuch oder. Warum? Die stört doch niemanden. Nein, da oben. Es ist ab sofort. Ja, ist ja möglich. Sie haben ja dann es Ihre ist, Nummer dran, die bleibt trotzdem. Es ist nicht konform mit dem EU-Recht an dem ist Punkt. Ist ja möglich, wenn ich die Fassade irgendwann mal machen lasse, dann wird das ordnungsgemäß mitgemacht. Sie fahren doch auch nicht mit 2 Autokennzeichen rum, weil Sie sagen, mir gefällt die Nummer 34, die ist so schön golden, da fahre ich mal hier das irgendwie. Das hat damit nichts zu tun. Ja, also ich habe den Eindruck, Sie verstehen die Rechtsgrundlage doch, ich nicht. Ich muss auch die Löcher ja zumachen, und das mache ich erst, wenn ich das neue Fassadenzeug da habe.
Herr Hacke, ich wollte jetzt einfach noch mal sagen, bevor ich es entgegennehme, ich brauche wirklich aus rechtlichen Gründen Ihre Frau noch mal dabei zur Belehrung. Aber ihm bleibt doch jetzt mal ganz ruhig. Kommt doch mal runter jetzt. Kommt mal bitte runter. Ich habe Sie gefragt, ob Sie das alte Nummernschild abhängen wollen. Ich habe aber es für Sie und wollte Ihnen das geben, damit Sie es rüberhängen. Nehmen Sie es doch einfach. Sie können das da gerne rüber machen. Das heißt, rüber und das ist gut. Also herzlich willkommen in der Fernsehsendung. Ja, ja. Verstehen Sie Spaß. Die Komödie am Kudamm mit Herbert Herrmann und Isabel Varell. Du hast dich also geoutet. Ich habe mich also geoutet. Ja, wenn es dir Spaß macht, sage ich es gerne nochmal, ja. Das ist irre. Aber heute wird ihm unser Lockvogel Isabel ganz schön was husten. Du. Du. Ja, rauchen konntest du damals schon nicht. Was habe ich eigentlich falsch gemacht, Laura? Wieso habe ich dich verloren? Doch nicht, weil ich dich bei diesem Abschlussball. Und gar nicht so schlecht. Nein, gar nicht so schlecht. Herbert Herrmann ist immer wieder selbst verblüfft von seiner atemberaubenden Wirkung aufs andere Geschlecht. Kann mal vorkommen. Ich habe schon einige geküsst, aber es ist mir noch nie passiert. Wenn ich mit dir nach Sardinien fahre, was tue ich da? Ja, ich weiß, es ist furchtbar. Nee, ich kenne das, ist mir auch schon passiert, wenn man also einmal was auf der Schalterei hat, das ist furchtbar. Ja, was könnte ich jetzt machen? Ein Bonbon. Ja. Was heißt da? Ja. Das Angebot nimmt er dankend an. In einer echten Partnerschaft wird alles geteilt. Aber sag mir trotzdem, wenn ich mit dir nach Sardinien fahre, was tue ich da? Erstmal den Roman schreiben. Deinen Roman schreiben? Also. Ich hab immer schon. Ruhig. Wollen wir eine kleine Pause machen? Komm, dann kannst du eine Pause, ja. Kurze Zeit später hat sich Isabel tatsächlich ausgehustet. Wir sind ein richtiges Team. Ein tolles. Bleib mal stehen. Warte, einen Moment noch. Ich habe mir so viele Jahre lang einfach diesen Augenblick vorgestellt. Und jetzt weiß ich nicht, was ich tun soll. Hilfst du mir? Jenny. Zeit für einen kleinen Gastauftritt. Mario, hör zu. Meine Damen und Herren, ich muss Ihnen sagen, Sie sind ein so großartiges Publikum.
Ich weiß, warum jeder Schauspieler in Berlin auf die Bühne möchte. Und ich wollte einmal in meinem Leben neben dir in der Komödie am Kurfürstendamm stehen. Ich hatte eine wunderbare Komplizin für Verstehen Sie Spaß. Die Berliner haben ein Stück gesehen, das es noch nie gegeben hat. Und du hast eine Kollegin, die heute Abend für mich gearbeitet hat. Meine Damen und Herren, hier ist sie. Wo ist sie? Wo ist sie? Führerscheinprüfung vermasselt? Kein Problem. Comedian Willi Astor gibt unseren Prüflingen heute eine zweite Chance. Grüß Gott, ich heiße Brettschneider und Sie recht herzlich willkommen und ich bin ein brutal harter Prüfer. Ist das klar? Als erster Vorsitzender vom TÜV Südbayern behalte ich mir natürlich das Recht vor, Ihren Führerschein vorläufig einzuziehen, falls es hier heute zu Ungereimtheiten kommen kann. Ich habe das den beiden Kollegen von Ihnen auch schon eröffnet. Wir beginnen mal mit dem theoretischen Teil. Sie haben ja die Schilder schon gelernt. So, was haben wir denn da jetzt? Das Schild in der Mitte, das interessiert mich. Vielleicht 5 Meter Breite für die Parkplätze? Ja, machen wir mal weiter. Und? Und warum? Warum müssen die Parkplätze 5 Meter breit sein bei einem Frauenparkplatz? Herr Rott, was haben wir da? Ja, Parkplätze vielleicht. Im Grunde waren es nicht verkehrt. Wir haben ja eine abknickende Vorfahrtsstraße, mündet in 2 Kreisverkehre. Was haben wir denn da? Wieder ein neues EU-Schild. Wir kürzen. So, so. Also, das Schild heißt einfach nur Drehen und Wenden verboten. Ah. Nächstes Schild. Weiß es irgendwie unsere Spezialistin vielleicht? Ja, das weiß ich. Das handelt sich hierbei um, Achtung, erhöhter Wildwechsel in der Brunftzeit, würde ich sagen. Ja. Jetzt muss ich aber mal ein dickes Plus hinmachen da bei Ihnen. Oh mein, oh mein, oh mein. Wir haben hier ein Schild. Also ich kann Ihnen nur wieder mit Fantasie aushelfen, aber... Mit Fantasie? Ja. Wollen Sie mir tatsächlich sagen, dass Sie diese Schilder noch nie gesehen haben? Ja. Also so, je länger ich darüber nachdenke, muss ich sagen, Herr Arwey, also das mit dem Führerschein, das muss ich mir wirklich nochmal überlegen. So, wir kommen nun zu unserer psychologischen Prüfung. Ich bin ein aggressionsfreier Autofahrer. 1, 2, 3. Ich bin ein aggressionsfreier Autofahrer. Ich bin ein aggressionsfreier Autofahrer. Kommen wir zum letzten Punkt. Kommen wir zur praktischen Prüfung. Machen Sie es ruhig auch mit dem Geräusch. Sie fahren... Ein bisschen mehr wie ein Porsche, habe ich gesagt, ja. Und fahren bitte. Konzentration. Okay, und jetzt sehen Sie da vorne ein Hindernis. Bremsen. Ein bisschen lauter, bitteschön. Ein bisschen mehr Freude. Guck mal, da deppert vorhin schon. Nein, das hat nichts. Guck mal, da ist blöd vor. Nein, Sie sollen sich nicht blöd vorkommen. Es tut mir leid, aber ich hab das einfach gern, wenn die Prüflinge ihre Situation veranschaulichen gescheit. Bitteschön. Und drauf. So, jetzt haben wir ganz am Schluss für Sie noch ein Schild. Alle sind freundlich. Also, ich würde sagen, wir drücken jetzt bei Ihnen auch einmal ein Auge zu. Herzlich willkommen bei Verstehen Sie Spaß.